Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Robocraft. Heute bin ich erstmal alleine, denn die Folge mit dem Community TS kommt heute erst raus, ja. Und da muss ich erstmal auf euer Feedback warten, ob ihr das gut fandet, ob ich wieder mit Leuten aus der Community auch mit TS spielen soll. Wie gesagt, das will ich jetzt erstmal abwarten und danach können wir das gerne wieder machen, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ja, deswegen heute erst noch mal alleine. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch irgendwas umbauen soll oder kann, besser gesagt. Muss mal kurz gucken. Ich habe ja doch mittlerweile einige 7er Sternchen freigeschaltet. Warte mal, was haben wir denn hier noch an Electroblades? Hier könnten wir noch Electroblades nehmen. Wie viel machen die hier? 900. Boah, das ist aber krass. Die roten sind ja viel. Ah, ne, das. Die T8. Ich brauche T8, oder? Aber wahrscheinlich macht das schon mehr Sinn, erstmal ein bisschen zu sparen. Wurde mir schon mehrfach geraten. Ich werde mir jetzt aber auf jeden Fall neue Caterpillars kaufen. Denn ich will einfach ein bisschen schneller unterwegs sein. Die sind doch schneller, oder? Maximal 86, maximal 85, naja. Aber maximal overclockt, auch, naja. Die sind gar nicht mal so viel besser, aber die halten extrem viel mehr aus. Das gefällt mir doch dann schon gut. Dann kaufen wir die doch einfach mal. Zwei Stück Geld habe ich momentan genug. Jetzt bin ich halt noch mal gespannt, ob. Boah. Die sind ja wieder riesig, die Dinger. Wobei, so groß. Moment mal, sind die größer? Ja. dezent größer. Ach du Scheiße, die sind ja riesig, die Dinger. Ich weiß, ich habe jetzt wieder nicht gemirrored beim Bauen, aber ist mir jetzt egal. Die hier setzen wir noch eins weiter nach vorne, einen Block weiter nach vorne. Passt's jetzt? Moment. Nee. Moment. Noch eins weiter nach vorne. Ich habe so das blöde Gefühl, mein Bot ist nicht symmetrisch. Wo ist der Fehler? Verdammt. Wo ist der Fehler hier? Das gibt's doch gar nicht. Wollen die mich verarschen? Ist doch genauso. So, jetzt passt's aber. Ja, jetzt passt's. Perfekt. Gut, dann will ich jetzt auch gar nicht so lange rummachen, sondern wir steigen direkt ins Spiel ein. Sorry, das hat jetzt einen Moment gedauert. Keine Ahnung, warum ich das eben irgendwie nicht hingekriegt habe, aber jetzt passt's. Und es wurde jetzt schon immer mal wieder, ich weiß nicht, ob es von mehreren Personen oder von einer Person war, in die Kommentare geschrieben, ich soll mir doch bitte endlich mal eine zweite Caddy oder besser gesagt eine dritte und vierte Caddy an meinen Roboter schrauben. Das Problem ist, dadurch wird er wieder voll groß. Ich hoffe, dass ich. Mein Problem war ja immer, wenn ich eine Kette abgeschossen bekomme, dann kann ich mich ja nur noch vorwärts und rückwärts bewegen. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach so viel Panzerung habe, dass das Problem nicht mehr so massiv vorkommt, dass ich dauernd eine Kette verliere. Ich schätze mal, dass die jetzt ordentlich was aushalten. The battle for Hellion Crater Sollten has sie zumindest. Oh, begun. und jetzt ist die Tante wieder da. Und die ist wieder so laut. Und ich kann hier Your fusion shield is now active. keine Einstellungen machen. Mir fällt gerade auf, ich sollte mal vielleicht mal die Zeit mir anzeigen lassen.
So, ich habe sehr viele coole Tipps von euch bekommen. Zum Beispiel auch hier bei den Fusion Towers. Ich muss die Kontaktpunkte einfach kaputt machen. Das sind hier ganz wenige Kristalle. Das sind irgendwie so, keine Ahnung, wie viele das sind jetzt, aber auf jeden Fall nicht viele. So. Ach, da sind ja noch mehr. Verdammt. Sind doch nicht so viele, aber auf jeden Fall macht auf jeden Fall Sinn, die Kontaktpunkte zu zerstören. SMG Tank spotted. Dann muss ich nämlich nicht komplett alles wegschießen. Scheiße, und jetzt kommt der. Your left fusion tower has been captured. Komm schon. Scheiße, ich habe kaum noch Waffen. Ich habe nur noch eine Waffe. Oh mein Gott, ich sterbe. Ah, genau. Also am besten einfach die Kontaktpunkte kaputt machen von den Panzer, von diesem Your Gestrüpp. Right fusion tower has been captured. Und dann geht das ganz schnell, diese Kristalle wegzuballern, weil das funktioniert wie bei diesem, bei diesen Social Media Spielen, bei der Blasenhexe zum Beispiel. Wenn du die Connection Points, also die Kontaktpunkte kaputt gemacht hast, dann geht alles kaputt. Oh, scheiße. Schnell zurück. Ich lasse mich erstmal kurz heilen. Fuck, die machen ganz schön Rabatz da an der Seite. Die Roten. Aber kurz heilen, bitte. Weiß aber nicht, was ich gegen die tun könnte. Jetzt wäre es natürlich super, wenn ich wieder meine Crew vom letzten Mal dabei hätte. Dann könnte ich denen einfach sagen, hier, da sind so und so viele Gegners. Kommt mit. Ich wag mich einfach mal hoch. Oh, scheiße. Ey, das ist krass. Was hat er denn da für Waffen drauf? Okay, T8. Warte mal, was hab ich drauf? Na scheiße, der hat bessere Waffen als ich. Ein Tier besser. Ach, verdammt. Kein Wunder, dass der mich so rund macht. Ich glaube, das wird eine ganz schnelle, sehr hässliche Runde. Oh, Kill. Ich hab einen Kill gemacht. Warum ist ja noch einer? Du bist mir. Your plutonium reactor is under attack. Verdammt, ich muss in Bewegung bleiben. Sonst macht er mich fertig. Ah, jetzt habe ich nämlich schon wieder eine Kette verloren. Kacke. Your plutonium reactor is under attack. Wir brauchen endlich mal ein bisschen Schild. Scheiße, aber. Haben wir einen Healer? Nee, haben wir nicht. Fuck. Ich self-destructe mich, es bringt nichts. Wir müssen einen Turm erobern, sonst haben wir keine Chance mehr. Ich versuche das jetzt mal auf eigene Faust zu erledigen. Mein ganzes Team greift links an. Also von unserem Spawn aus gesehen, dann gehe ich jetzt rechts rum. In der Hoffnung, dass da keine Gegner sind. Sieht ganz gut aus. Plasma Bomber spotted. Der Plasma Bomber, der muss weg am besten. Komm schon. Ich brauche hier Hilfe, Leute. So, Kontaktpunkt fast aufgelöst. Plasma Bomber spotted. Bisschen nach links fahren. Fuck, ich werd beschossen. Boah, ey, das ist so krass, wie die mich zerlegen, ey. Ich brauche unbedingt neue Waffen. Your plutonium reactor is under attack. Keine Ahnung, was ich dagegen machen solle.
Die sind so stark. Your plutonium reactor is under attack. Wo spawn ich denn? Direkt im Gegner drin. Mhm, ist klar, Leute. Ist klar. Ja gut, die Runde. Die Runde haben wir verloren. Kannst voll haken, ey. Your plutonium reactor is under attack. Gut Game. Your plutonium das war mal überhaupt nichts. SMG tank spotted. Also wenn wir das hier noch rumreißen, das wird mich doch extrem wundern. Ich versuche den jetzt mal zu hintergehen, den Kollegen da. Scheiße, jetzt fährt er da weg. Nee, doch nicht. Ah, du bist mein, du bist mein. Außer der one-hittet mich jetzt mit einer Railgun, aber das ist dann noch eher unwahrscheinlich. So. Weg ist er. SMG tank spotted. Jetzt versuche ich mir. Plutonium reactor Scheiße, jetzt is under kommt da hinten wieder der Typ. SMG Walker. Fuck. Du Kollege, lässt mich mal schön in Ruhe. Plasma bomber spotted. Boah, der verfolgt mich. Ich muss ihn mal. Oh, perfekt. Wir haben anscheinend wieder einen Turm erobert. Angriff! SMG Walker spotted. Alleine hätte ich mich jetzt nicht gegen den getraut, aber zu zweit ist das eine ganz andere Geschichte. Sehr gut, haben wir gemacht. Die alte Sau. Und nochmal zu zweit. Da ist doch irgendwo noch ein Gegner. SMG Tank spotted. Okay, der kommt da hinten. Tower is under attack. SMG Tank spotted. Da habe ich wohl ein bisschen zu früh Good Game gesagt. So, ich bleib jetzt mal in Bewegung. Aber da ist es natürlich dann nicht so einfach, die Kanten zu treffen. Deswegen halte ich da jetzt einfach drauf. Da kriege ich dann halt auch langsam mal Overclocking ein bisschen. Jetzt muss ich mal ein Stück noch weiter rauszoomen. Mehr geht, aber nicht viele Leute haben sich immer mal wieder beschwert, dass ich nicht so weit rauszoome. Nicht weit rausgezoomt spiele. Ich finde das teilweise einfach ein bisschen unangenehm, wenn man so weit rausgezoomt spielt. Ich finde das teilweise einfach etwas nervig, muss ich gestehen. Boah, krass, wie der mich fertig macht, die Sau. Ja. Blöd. SMG Walker spotted. Plasma Bomber spotted. Eine Kanone habe ich noch, jetzt habe ich keine mehr. Und jetzt mache ich fertig. Kann ich wenigstens wieder spawnen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoller ist, vielleicht dann direkt sich selbst zu zerstören, weil dadurch bekommen ja immerhin schon mal die Gegner keine Overclocking-Punkte. Das wäre vielleicht also gar nicht so doof. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt oder ob das asozial ist oder was dann generell passiert. Ich weiß es nicht. Also entweder sich zerstören lassen oder schnell Selbstzerstörung einleiten. Ab damit in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren. Scheiße, hier sind zwei Gegner. Drei Gegner. Scheiße. Das ist zu viel. SMG Tank spotted. So, der ist down. SMG Walker spotted. Boah, das ist wieder der Superstarke. Also für mich Superstarke. Also erstmal wird der hier jetzt ausgelöscht. Ich brauche ein paar Punkte. Your right fusion tower is under attack. Auch wenn ich da jetzt bald drauf gehe, aber ist mir egal. Dem habe ich noch ordentlich einen mitgegeben. Und der hier macht sie alle fertig. Also der hat auch diese dreieckigen Schilde, die werde ich mir wohl auch drauf packen. Und die fliegen alle oder fahren auch alle, aber nicht mit den höchsten Blöcken rum. Also teilweise blau, teilweise gelb.
Rot scheint sehr unbeliebt zu sein. Muss ich mal schauen, ob ich da noch umbaue oder wirklich jetzt erstmal spare für Hardware sozusagen. So, ich versuche den jetzt mal zu umgehen. Ach nee, Moment, warte. Alles immer schön spotten. Your plutonium reactor is under attack. Oh. Direkt an mir vorbeigefahren. Fuck, jetzt ist wieder hinter mir einer. Ach, scheiße. Ich versuche dem jetzt erstmal meine Schilde zuzuwenden. Your plutonium reactor is under attack. Scheiße, und ich habe keine Waffe mehr. Krass. Ich muss meine Waffen irgendwie besser schützen. Aber das Problem ist, wenn man Waffen halt besser schützt, dann kann man halt auch nicht mehr so gut schießen. Weil die sind ja da verdeckt. Ich fahre jetzt einfach in die gegnerische Base rein. Ach, scheiße. Your plutonium reactor is under attack. Ja gut, das haben wir verloren. Schade, ey. Schade. Da hat einfach irgendwie die Absprache oder die stille Absprache im Team gefehlt. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Das ist jetzt erstmal ein Lernprozess, wo ich erstmal durch muss. Ist ja ganz anders als das normale Robocraft. Aber immerhin, hey, es hat ordentlich Punkte gegeben. Was kostet denn... ups, falsche Tasse. Was kostet denn dieses neue Schild hier? 17.000. Wie viel Health hat es? 778. Und 13.700. Boah, das ist schon eine ganze Ecke besser. Warum habe ich das denn noch nicht freigeschaltet, das andere? Einmal kurz freischalten. So, da kaufe ich mir jetzt ein linkes und ein rechtes. Wo packe ich denn die dran? Am liebsten würde ich die vorne hinpacken. Aber ich möchte mal behaupten, das wird schwierig. Ah. Nicht so optimal. Warte mal, wenn ich auf die andere Seite gehe. Guck mal, das ist doch schon besser. Sieht komisch aus, aber sollte wahrscheinlich funktionieren. Warte mal, ich mach das hier mal weg. Ja, doch, so funktioniert das. Oder nee, warte mal, komm. Die komplette Schnauze wird jetzt mal kurz abgebaut. So. Noch ein Stück vielleicht. Nee, passt. Dann ist es hier vorne alles halbwegs geschützt. Guck mal, so sieht das doch langsam mal ordentlich aus. Das kann man mal machen. So, und jetzt können wir da noch eine komplette Reihe nach vorne bauen. Warte mal, kann ich hier noch was oben drauf setzen? Nee, das geht nicht. So. Dass es hier nicht so ganz so abgefressen aussieht. So. Brauchen noch Blöcke. Packen wir da noch einen ran. Den drehen wir um. So. Und so. Ja, das sieht auch ordentlich aus. Jetzt hier schön mit Mirror arbeiten. Ach Mist, dafür habe ich nicht genug. Packen wir die noch dran. Alles, was gerade noch da ist. So. Kriegen wir da vorne noch eine Spitze hin? Nee, das geht leider nicht mehr. Wunderbar, würde ich mal behaupten. Jetzt haben wir vorne zwei schöne Schilde, zwei richtig dicke Schilde. Vielleicht packe ich dann auch noch irgendwo anders noch welche hin. Muss ich mal gucken. Das machen wir aber nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.